2020 war, gelinde gesagt, ein erschreckendes Jahr. Doch das soll nicht heißen, dass sich Horrorfans nicht nach unterhaltsameren Schrecken sehnen. Und sie haben Glück. Von imposanten Fortsetzungen bis hin zu schaurigen Originalen. Hier kommen die gruseligsten Filme, die 2021 anlaufen. Unter der Regie von Nia DaCosta und nach dem Drehbuch von Horrorlegende Jordan Peele ist Candyman ein Sequel des Horrorklassikers aus dem Jahre 1992. Eine Fortsetzung, die Jahrzehnte nach den Ereignissen des ersten Films in der Gegenwart spielt. Der Film folgt dem Multimedia-Künstler Anthony McCoy, der so von dem inzwischen völlig gentrifizierten Ort der berüchtigten Candyman-Morde besessen ist, dass sich sein ganzes Leben darum dreht. Der neue Candyman-Trailer ist vollgestopft mit Hinweisen darauf, was im Film passieren könnte, inklusive einiger konkreter Anspielungen auf das Original, wie zum Beispiel eine überwältigende Anzahl von Bienen und die legendäre Darstellung von Candyman selbst. Allerdings sieht es ganz danach aus, als würde der Film ein wenig vom Original abweichen. Denn anscheinend ist Anthony tatsächlich von Candymans Geist besessen, anstatt nur von ihm heimgesucht zu werden. Und das hebt die Story auf ein ganz neues Grusel-Level. Und ja, Tony Todd, der den bienenliebenden Slasher im Original spielte, ist wieder mit an Bord. Candyman soll im August 2021 in die Kinos kommen. Der ehemalige The Office-Darsteller John Krasinski wagte 2018 mit A Quiet Place einen überraschenden Sprung vom Comedy zum Horrorgenre. Der Film, für den er sowohl das Drehbuch schrieb als auch Regie führte, ließ die Kinokassen klingeln. In einer apokalyptischen Welt, die von menschenfressenden, geräuschsensiblen Monstern überrannt wird, konnte sich die Familie Abbott irgendwie ein Leben in dieser Dystopie aufbauen. Allerdings nur, bis sich ein tragisches Ereignis nach dem anderen ereignet, darunter der Verlust eines geliebten Menschen. Am spannungsgeladenen Ende müssen sich eine postpartale Evelyn und ihre überlebenden Familienmitglieder einer unaufhaltsamen wachsenden Horde von Monstern stellen. Während die Details zu A Quiet Place 2 spärlich sind, deuten die Teaser an, dass die verbleibenden Abbots ihre Farm verlassen und sich in eine feindselige Welt begeben. Eine Welt, in der es nicht nur fleischfressende Monster, sondern auch andere Überlebende gibt. In A Quiet Place 2 ist die Originalbesetzung wieder mit dabei, einschließlich John Krasinski in Flashbacks. Außerdem schließen sich Cillian Murphy und Jaman Hahn zu dem Ensemble an. Der vorläufige Starttermin ist für April 2021 angesetzt. Die Saw-Reihe hat im Laufe der Jahre ihre Höhen und Tiefen erlebt. Sicher, jeder der 8 Teile hat an der Gore-Front alles gegeben, aber was die Qualität betrifft, naja, die ließ immer wieder zu wünschen übrig. Glücklicherweise baute Jigsaw von 2017 ein paar neue Wendungen in den inzwischen ziemlich faden Plot ein. Im Mai 2021 wird Saw Spiral vermutlich in die Fußstapfen von Jigsaw treten. Chris Rock spielt die Hauptrolle als Detective Zeke Banks, dessen aktuelle Ermittlungen bis zum ersten Film der Saw-Saga zurückreichen. Aber Chris Rock ist nicht nur auf der Leinwand in seinem allerersten Horrorfilm zu sehen, denn als Saw-Fan der ersten Stunde entwickelte er das Konzept für Spiral und schrieb das Treatment der Geschichte. Außerdem sind ein paar langjährige Saw-Kollegen für Spiral auf den Zug aufgesprungen. Darren Lynn Bousman führte Regie und sowohl James Wan als auch Lee Whannell sind als Produzenten involviert. Der neueste Teil der Conjuring-Reihe wird der 8. Film sein, der in diesem Universum spielt, obwohl er eigentlich eine direkte Fortsetzung der ersten beiden Conjuring-Filme ist. Mit Vera Farmiga und Patrick Wilson als paranormale Ermittler Ed und Lorraine Warren folgt Teil 3 dem berüchtigten echten Mordprozess von Arnie Cheyenne Johnson aus dem Jahr 1981. Damals geschah es zum ersten Mal in der amerikanischen Rechtsgeschichte, dass dämonische Besessenheit in der Verteidigung verwendet wurde. Johnsons Verteidiger wurde vom Gericht ausgelacht, aber schlussendlich saß er nur 5 Jahre seiner 20-jährigen Haftstrafe ab. Wir können davon ausgehen, dass der 3. Conjuring-Film entsprechend dramatisch sein wird, unter anderem mit vielen spannenden Gerichtsszenen, um all die Jumpscares aufzulockern. Regie führte Michael Chaves von Lloronas Fluch und der Conjuring-Erfinder James Wan ist als Produzent mit an Bord. Der Film soll im Juni 2021 in die Kinos kommen und auf Streaming-Diensten verfügbar sein. Nachdem Morbius, der lebende Vampir, schon im Jahr 1971 in die Welt der Marvel-Comics eingeführt wurde, bekommt er nun endlich seinen eigenen Film. Morbius, der dieses Jahr erscheinen soll, erzählt die Geschichte von Michael Morbius, einem Menschen, der aufgrund von Nebenwirkungen eines Heilmittels für seine seltene Krankheit zum Blutsauger wird. Aber obwohl Morbius ein Vampir ist, weist er keine der Eigenschaften auf, die man von dieser übernatürlichen Spezies kennt. Natürlich abgesehen von Superkräften und einem extremen Durst nach Blut.
Morbius, in welchem auch der einstige Doctor Who, Matt Smith sowie Jared Harris mitspielen, wird Teil von Sonys stetig wachsendem Spider-Verse sein. Passenderweise hat Morbius im Trailer einen nachdenklichen und actionreichen Gothic-Look. Außerdem soll es ein paar verblüffend brillante Creature-Effekte geben, sowie den einen oder anderen Gastauftritt, darunter von Michael Keaton, der seine Rolle als Adrian Toomes aus Spider-Man Homecoming wieder aufnimmt. Dieses Superhelden-Horror-Crossover soll im März 2021 in die Kinos kommen. Schon seit dem Release von Fede Alvarez' schaurigem Horrorfilm Don't Breathe aus dem Jahr 2016 steht fest, dass eine Fortsetzung kommen soll. Der erste Don't Breathe folgt Norman Nordstrom, einem blinden Veteranen, von dem man munkelt, dass er in seinem Haus Unmengen an Bargeld versteckt hat. Nachdem drei Räuber bei ihm einbrechen, um ihn auszurauben, entpuppt sich Nordstrom als das Gegenteil von dem, was sein einsiedlerischer Ruf vermuten lässt. Als die Räuber versuchen, aus seinem Haus zu entkommen, schlägt er sie windelweich. Schließlich gelingt Rocky einem der Einbrecher die Flucht. Don't Breathe endet damit, dass Nordstrom überlebt, um seine Rache zu planen. Doch in Don't Breathe 2 scheinen die Dinge eine Wendung genommen zu haben. Offenbar ist Nordstrom in eine abgelegene Hütte im Wald gezogen, wo er sich nun um ein Waisenmädchen kümmert. Eine Art Ersatz für die Tochter, die er vor den Ereignissen des Originalfilms verloren hat. Irgendwann wird sie von Übeltätern aus ihrer Vergangenheit aufgespürt, die keine Ahnung haben, wer ihr neuer Adoptivvater ist. Die große Frage ist natürlich, ob Rocky in diesem Sequel auftauchen wird. Doch zu diesen Details gibt es noch keine Infos. Allerdings könnt ihr sicher damit rechnen, dass Nordstrom all seine unglaublichen taktischen Fähigkeiten einsetzen wird, um seine Ersatztochter zu beschützen, genau wie er es im Original getan hat. Das Release von Don't Breathe 2 ist für August 2021 geplant. Der fünfte und letzte Teil von James de Monacos Purge-Reihe, The Forever Purge, ist eine der kommenden Filme für 2021, über den wir am wenigsten wissen. Bislang wurde kein Teaser veröffentlicht und die Details zur Handlung sind spärlich. De Monaco erzählte Entertainment Weekly lediglich, dass er sich eine wirklich coole Art und Weise ausgedacht hat, um mit dem letzten Teil seine gewalttätige sozialkritische Horrorserie abzurunden. In einem Amerika, das einmal im Jahr ein 12-Stunden-Fenster zulässt, in dem alle Verbrechen legal sind, hat jeder Teil der Purge-Reihe seine Kritik hinsichtlich der Wurzeln der Gewalt, staatlich sanktionierter Kriminalität und sozialer Kontrolle durch Angst kontinuierlich vertieft. Während ein paar Teile des Franchises Änderungen in der Gesetzgebung andeuten, um diese abstruse Regelung im fiktiven Amerika zu beenden, weist der Titel des finalen Films darauf hin, dass ein Ende des Grauens möglicherweise doch nicht in Sicht ist. The Forever Purge ist für einen Kinostart im Juli 2021 geplant, gefolgt von einer Video-on-Demand-Veröffentlichung. Adam Robitaille's Film Escape Room aus dem Jahr 2019 machte sich den neuen Trend der, ja, richtig geraten Escape Rooms zunutze. In diesen abgeriegelten Räumen mit unterschiedlichen Themen müssen die Teilnehmer Hinweise finden und Rätsel lösen, um ihren Weg nach draußen zu finden. Im Film entpuppt sich der entsprechende Raum jedoch nicht als Spiel, sondern vielmehr als ein irres Experiment, in welchem herausgefunden werden soll, wer der stärkste einer Gruppe traumatisierter Überlebender ist. Die ganze Geschichte wird von einer rätselhaften Figur namens Puzzle Maker inszeniert und am Ende wollen die beiden Überlebenden die Organisatoren des Escape Rooms ausspionieren, um den richtigen Moment für eine Racheaktion abzupassen. In Escape Room 2 sind die beiden Überlebenden wieder in den Hauptrollen zu sehen, was darauf hindeutet, dass die Fortsetzung dort anknüpft, wo der erste Teil aufgehört hat. Außerdem stoßen sowohl die Orphan-Darstellerin Isabel Furman als auch der Poster India Moore zur Besetzung von Escape Room 2 hinzu. Ein Datum für das Release wurde noch nicht bekannt gegeben, nur dass der Film in der zweiten Hälfte dieses Jahres erscheinen soll. Freut euch also auf jede Menge teuflisch clevere Fallen, einen Haufen kniffliger Räume und ein paar überaus verstörende Kills. Die Paranormal Activity-Reihe von Oren Peli ist eine der lukrativsten Horrorfilmserien aller Zeiten und hat im Laufe der Jahre dank ihrer Low-Budget-Strategie bergeweise Bares eingespielt. Doch die Rezensionen der einzelnen Filme waren nicht immer konsistent. Seit Peli nach dem ersten Film zum Produzenten aufstieg und Christopher Landon das Drehbuch und letztendlich die Regie der meisten darauffolgenden Filme übernahm, folgt Paranormal Activity dem dämonischen Fluch, der auf der Familie Featherstone liegt und auch das Leben der Personen überschreitet, die auf die eine oder andere Weise mit ihr zu tun haben. Details über den siebten Teil, einschließlich seines genauen Titels, der Besetzung und der Handlung, sind aktuell noch ein Geheimnis. Aber der Film ist trotzdem für eine Veröffentlichung im Jahr 2021 geplant. Was wir allerdings schon wissen, ist, dass Landon im Projekt involviert ist. Obwohl er bestätigt hat, dass er weder fürs Drehbuch noch für die Produktion verantwortlich sein wird, so wie er es bei den vorherigen Teilen war.
Run, Sweetheart, Run basiert auf einer grauenvollen und realen Begegnung, die mit einem sexuellen Übergriff begann und damit endete, dass Regisseurin Shana Festi barfuß in den Hollywood Hills ohne Handy oder Geldbeutel zu ihrem Haus in West Hollywood laufen musste. Im Setting des urbanen Los Angeles spielt Ella Belinska Sweetheart, während der Game of Thrones-Star Pilo Asbeck in die Rolle ihres Dates bzw. Stalkers schlüpft. Inspiriert vom Social Justice Horror wie beispielsweise in Jordan Peeles Get Out, war es Festis Absicht, die Aufmerksamkeit auf die alltägliche Misogynie zu lenken, mit der Frauen überall zu kämpfen haben und sie auf ihre katastrophale Spitze zu treiben. In diesem Sinne ist Run, Sweetheart, Run die wahre Geschichte des ultimativen Albtraums der meisten Frauen. Und obwohl der Film keine leichte Kost ist, könnte er der Horror-Geheimtipp des Jahres werden. In Run, Sweetheart, Run spielen außerdem Amal Amin aus Sense8 und Marvels Clark Gregg mit. 2019 feierte der Film auf dem Sundance Festival seine Premiere und wird im Frühjahr 2021 auf Amazon Prime zu sehen sein. Nachdem 2018 die Fortsetzung des 70er-Jahres-Slasher-Klassikers Halloween überraschende Erfolge feierte, freuten sich die Horrorfans über die Nachricht, dass eine komplette Halloween-Sequel-Trilogie in Arbeit ist, die das Langzeittrauma von Laurie Strode und ihrer Familie, verursacht durch den Serienkiller Michael Myers, erkunden soll. Halloween Kills knüpft genau dort an, wo Halloween aus dem Jahr 2018 endete. Die Strode-Frauen sind durch eine erschütternde Begegnung mit dem sogenannten Schwarzen Mann erneut traumatisiert. Eine Begegnung, aufgrund derer doppelt so viele Opfer daran glauben mussten wie im originalen Halloween. Mit Judy Greer als Lauries Tochter Karen und Andy Matichek als ihre Enkelin Allison soll sich ein Großteil der Geschichte in Halloween Kills auf die vielen Bewohner von Haddonfield konzentrieren, die ebenfalls im Schatten von Myers Blutrausch leben mussten. Dazu gehören Lauries ursprünglicher Babysitter-Schützling Tommy Doyle, jetzt ein erwachsener Mann, der von Anthony Michael Hall gespielt wird, und seine Freundin Lindsay Wallace, gespielt von Kylie Richards aus dem Originalfilm. Während Halloween aus dem Jahr 2018 also das Trauma der Strode-Frauen erforschte, soll Halloween Kills das kollektive Trauma der Stadt untersuchen. Und all das, während Myers sich für einen neuen Angriff bereit macht. Ursprünglich für den 14. Oktober 2020 geplant, soll die neue Premiere am 15. Oktober 2021 stattfinden. Eine Fortsetzung, Halloween Ends, soll im Oktober 2022 erscheinen. Goodbye, Michael. Schaut euch hier eines unserer neuesten Videos an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.